richtet sich jetzt an den lieben Sven, was ich zu sagen habe. Und zwar, mein Lieber, du machst ja unheimlich gerne deine Models nass. Und wir sind ja auch zum Shooting verabredet, wenn das mit dem ganzen Corona vorbei ist. Dann werde ich mich an dir rächen im Namen aller Models und werde dich auch mal nass machen. Weil irgendwie hast du ja anscheinend total Spaß daran, deine Models nass zu machen. Und ich zeige dir jetzt heute mal, was dich dann ungefähr erwarten wird. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch darauf, dir das alles anzutun, was du uns Models antust. Mit dem ganzen Nassmachen. Ich freue mich drauf. Süß, oder? Meine Tochter hat mir das extra geliehen jetzt dafür. Oh, ich habe mir meine Brille noch an. War nur der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Aha. Schön nass machen. Ich muss auch mal hier machen, so. Aha. Unser Topf, unser Milchtopf. Ja. Das ist nass im Rücken. Das läuft bei der Turbo-Ritze runter. So, erstmal schön anmessen. So. Erstmal schön anmessen, ne? Machen wir mal die Haare auf. Und es wird jetzt mal Zeit, dass dir auch mal ordentlich jemand den Kopf wäscht, ne? Muss mal ordentlich den Kopf gewaschen kriegen. Okay, und dann so. Okay. Nein, nein, nein. Boah. Oh. Übertreib mal nicht. Und danach wirst du gewaschen. Boah, guck mal, wie schön das glänzt, ne? Hey. Jetzt müssen wir aber gleich um den Rücken, ne? Ja. Den hast du nicht etwas vernachlässigt. Der ist aber nass. Ich würde sagen, unser Badezimmer ist geflutet. Ja, wir haben hier halt nicht das perfekte Studio-Equipment. Ja. Aber ich freue mich drauf, wenn ich das bei dir in echt machen darf. Ja, aber du wolltest noch einen. Ich wollte mich einseiten. Einen Kopf waschen wolltest du noch. Spaß! Nein.
ist voll der coole Schwarm. Wenn ich jetzt hier was mache, wenn ich jetzt hier braun male oder sowas irgendwie und dann hier, dann haben wir einen kleinen SpongeBob. Oder ich muss ihn hier so kastenförmig machen, basteln, schneiden. Können wir einen Schwamm kaufen, der den ich basteln kann als SpongeBob? So. Jetzt saugt er sich doch schön voll. Ich freue mich so, wenn ich dich richtig nass mache. Wenn ich dich in Wirklichkeit nass mache. Und ich hoffe, du weißt, was das hier ist, was auf dich zukommt. Mit ein bisschen mehr Wasser. Ich schubse dich dann auch irgendwo rein. Ja. Ich schubse dich da überall rein. Überall, wo Wasser ist, wo wir vorbeikommen. Ja, ich habe dann nämlich Spaß dran, wenn ich nicht gezankt werde, sondern ich zank wieder. Und ich hoffe, die Models, die das jetzt sehen, die du auch schon fotografiert hast in den nassen Sachen, die freuen sich auch gerade darauf, dass du auch nass wirst. Und wie nass sind wir? Sehr nass. Sehr, sehr nass. Sehr, sehr nass. Guck mal, wie voll der sich saugt. Und da kriegst du nämlich auch sowas hier ab. Man sollte nicht einatmen, während man mit dem Schwamm im Gesicht hat. Und du bist eingeseift. So. So richtig schön eingeseift. Ich hoffe, dir ist bewusst, was auf dich zukommt. Ja. Ich schwör's dir, ich mach dich nass. Ja. Ich zank nämlich gerne, frag mal meinen Freund. Ja, ich hab jetzt schon Mitleid mit dir, Sven. Da kommt einiges auf dich zu. Ich zank nämlich echt gerne. Ich habe meinem Freund nämlich schon erzählt, was ich mit dir anstellen werde. Zwinker, zwinker. Ja.
Mann, wie gut, dass weg die Gedanken frei sind, was ich so mit dir anstelle. Das Blöde ist, dass der dabei sein wird. Du hast das nicht mitgekriegt, ne, Schatzi? Nein, ich mach dir das. Nein, wir machen ja schon. Aber der muss ja eh auch immer aufpassen. Deswegen können wir dann machen, was wir wollen. Ne, Sven? Zwinker, zwinker. Aber ich hoffe, du weißt, was auf dich zukommt, ne? Und dann sowas. Nur mal sowas. Kannst du wenigstens warten, bis ich die Augen aufgemacht habe und sehe, dass was kommt? Das musst du wenn dann so machen, hier so, so was, weißt du, so. Auch schön im Rücken. Das ist ja dein Job. Kleines süßes Eimerchen, ist das nicht süß? Das ist von meiner Tochter. Okay, unserer Tochter. Ich krieg gerade einen bösen Blick ab. Was dir blüht. So im laufenden Wasser und dann schwänge ich einfach nur so hoch. Die sollte man kalt abwischen. Ich will nicht. Ich will nicht. So, jetzt bin ich nass. Ist das okay? Man sieht nicht wirklich was. Sonst nicht. Du bist so scheiße. Nicht machen. Du bist gemein. Das soll eine Strafe sein, oder nicht? Ja, aber ich doch nicht. Ich muss dem Sven doch nur zeigen, was ihm blüht. Ja, eben. Einmal umdrehen. Ist das kalt? Aber du kannst dich doch jetzt wieder aufwärmen im Wasser. Ja, das war aber schnell. Das Komische ist, hier einen Millimeter weiter ist es eisig kalt, Millimeter wieder nach hier ist es viel zu heiß. Mhm. Wir haben eben ein bisschen was hier reingetan. Aber ich hoffe, du weißt, was dir blüht. Die blüht nämlich ganz viel. Eine kalte Dusche. Ja, ganz, ganz viel. Ich hoffe, du weißt das. Ja, das ist mein Lieblingsgesicht. Ja, aufmerksame Zuschauer kennen das bereits. Nein, es ist okay. So. Wenn wir einmal schon mal gerade im Wasser sind, dann kann ich ja auch so ein bisschen was sauber machen, ne? Oder? Jo, dann hast du einmal Waschen gespart. Definitiv. Ups. Oh.
machen wir mal so ein bisschen. Ja, ich wasch dir dann auch deinen Kopf, lieber Sven. Wenn du das möchtest, wasche ich dich auch. Ich bin nämlich Altenpfleger. Also nicht ganz, weil ich habe das Examen nicht gemacht, aber ich habe die Ausbildung angefangen. Zählt das? Nein, ich bin bis zum zweiten Jahr gekommen. Also ich kann Leute waschen, falls du gewaschen werden möchtest. Ja, ich weiß, diese Kombination Altenpflege und dich waschen, das ist irgendwie so ein bisschen... Es wäre aber ein Vergnügen für ihn. Du sollst ihn bestrafen. Damit ja, du weißt gar nicht, wie oft ich Schwester Raviata genannt worden bin. Ich kann es mir vorstellen. Aber... Nein, ja, du weißt es selber von deinen Spritzen wöchentlich. Ja. Ich freue mich da sogar immer richtig drauf. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich wasche dir dann so den Kopf, dass dir da Shampoo in die Augen läuft. Und dann tut das weh. Darf ich dir eigentlich dann auch wehtun? Zwinker, zwinker, zwinker. Ich stehe da nämlich drauf. Psst, aber verrat's keinen. Deswegen wollte die Peitsche mitnehmen. Ja, aber das darfst du nicht wissen, weil das sind Sachen, die macht eine Frau nur heimlich mit einem anderen Mann. Dann hättest du es vielleicht nicht als Sprachnachricht aufnehmen sollen. Oh. Ach ja, du warst ja um die Ecke. Und bei sowas wäre ich direkt hellhörig. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, mit dem Sven darf ich das, ne? Darf ich dich auspeitschen? Ich habe auch so ein Paddel. Und ein paar andere Dinge. Ich habe auch ein Bondage-Band. Darf ich dich ins Wasser fesseln? Nein. Hoppala. Könntest du mir auf deinen Barhocker oder was das ist? Kannst du mir auf deinen Barhocker oder was das ist fesseln? Ja. Dann kann das Wasser wenigstens nicht abwehren. Ja. Ups. Ja, mach mal weiter. Das war daneben, ne? Ja. So ein bisschen. Ich glaube, wir sind durch, ne? Ist da noch Shampoo? Nee. Von hier zumindest nicht zu sehen. Doch, hier ist noch Shampoo. Oder? Das konnte ich vorher nicht sehen. Ich spüre das ja auch nur. Man darf nur mit der Dings abwaschen, weil da ist ein Frischwasser. So was hier ist auch wie ein neuer Schaum. So. Verstehen Sie? Ja, aber ich will's nicht. Ich mache nämlich, was ich will. Ja, Mann. Nein, aber ich hoffe, lieber Sven, ich hoffe, dir ist immer noch bewusst, was auf dich zukommt. Ja, ich mach dir dann auch den Kopf schön. Ich schmink dich sogar dann und schubst dich dann so, damit das schöne Make-up so voll verläuft. Ins Wasser. Nein, ich schubse dich nicht. Ich kann ja Tieren nicht wehtun. Ich hoffe, du denkst daran, dass auch du in den Pool musst. Der ist kalt, ne? Ja. Nein. Wir lassen das Shooting doch sein. Du musst dich einfach nur wärmer anziehen. Ja. Nein, es ist ja in Ordnung. Ich freue mich ja auch wirklich. Das ist... Ich freue mich wirklich darauf. Vor allem mal was anderes zu erfahren. Ja, das wird eine neue Erfahrung mit dir. Ich hoffe, du bist wirklich so ein lieber Kerl, wie du immer sagst. Und nicht so ein
So ein anderer Kerl. Nein, aber du bist schon ein sehr lieber Kerl. Definitiv. Aber trotzdem weißt du, auf was du dich gefasst machen kannst. Ja. Und ich hoffe, die Mädels, die freuen sich auch darüber, dass ich dir jetzt mal so gezeigt habe, was dich erwartet. Aber halt wirklich erst im nächsten Jahr wahrscheinlich, weil Corona halt. Und die kleine Maus, da müssen wir auch erstmal gucken. Und du musst dann meinem Sven ganz viele Eiswürfel mitnehmen, damit das Wasser wirklich kalt ist. Ich für den Sven, ja. Und nicht so mittelwarm. Ja. Richtig kalt. Ja. Ja, definitiv. Ja. Ich muss ja mal die Spülung rausmachen. Soll ich mal meinen Rücken zeigen? Kannst du gerne machen. Ja. Wow. Ach ja, ich wollte ja mal umdrehen. Zeig deinen kleinen Arsch. Was hast du eigentlich jetzt aktuell für eine Augenfarbe? Violett. Das ist immer so eine Mischung. Ich weiß, das ist mal mehr, mal weniger. Aber ich mag meine Augenfarbe. Es kommt immer aufs Licht drauf an. So. Weiter drehen. So. Da kannst du mal mit dem Schwamm lang. Achso, bist du schon so. Ja. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Aha. Nicht nehmen lassen. Jetzt hast du das Ding hier verbuddelt. Boah. 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 Das war richtig gemein, weißt du das? Hör auf! Ich ertrinke gleich. In der Position? Ja. Das glaube ich nicht. Meine Augen brennen. War das kalt? Ja, das war voll kalt. Das ist voll doof. Das ist voll kalt. Ich will das nicht. Du kriegst das viel kälter. Ja, ich bin ein Weichei. Und ich zanke gerne. Hm. Ja. Aber ich hoffe, du weißt, was auf dich blüht. Was dir blüht, manch. Was auf dich zukommt. Das war so eine Mischung aus den beiden Sätzen. Guck mal, wie voll der überhaupt ist.
Meine Tochter guckt im Moment alles immer so genau so an. Die ist gerade in der Entdeckungszeit angekommen, in der Entdeckungsphase. Ja. Und da ist es vollkommen egal, ob ein Spucktuch ist oder irgendwas Hochinteressantes. Es wird alles untersucht. Es ist alles interessant. Und alles muss in den Mund. Ja. Alles nicht, natürlich nicht, aber... Ja, das nicht, aber fast alles andere. Ja, nein, tut mir leid, Schatzi, aber ich denke gerade an den lieben Sven, deswegen denke ich etwas... Hey. So, mein lieber Sven. Ich hoffe, du weißt, was auf dich zukommt. Und ich freue mich da wirklich schon seit längerem drauf, dich endlich mal in die Finger zu kriegen. Wie gesagt, leider erst nächsten Jahr. Aber ich hoffe, du weißt, was auf dich zukommt. Ich freue mich darauf, tierisch. Und ich hoffe, dass die Mädels das auch als Racheakt ansehen schon mal und sich darauf freuen werden, was dir blüht. Und falls einer von den Mädels übrigens noch Ideen hat, soll sie mich anschreiben. Schreibt mich ruhig an, sag mir Bescheid, was ich machen kann, wenn ich mich dann mit dem treffe. Ich mach das, ich schwör's euch. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, du weißt, was auf dich zukommt. Ich habe den Schwamm kaputt gemacht. Da ist ein Loch dran. Ja, viel Spaß auf jeden Fall. Tschüss.